Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Radfahrerwitze. An der Grenze, ein Mann fährt mit dem Fahrrad vor, auf dem Gepäckträger hat er einen Sack. Der Zöllner fragt, haben Sie was zu verzollen? Nein, sagt der Mann. Der Zöllner fragt, und was haben Sie da in dem Sack? Der Mann sagt, Sand. Bei der Kontrolle stellt sich raus, es ist tatsächlich Sand. Eine ganze Woche lang kommt der Mann jeden Tag mit dem Fahrrad und mit dem Sack auf dem Gepäckträger. Am achten Tag wird es dem Zöllner doch verdächtig. Was ist in dem Sack? Der Mann sagt, nur Sand. Der Zöllner sagt, mal sehen. Der Sand wird dreimal durchgesiebt, Ergebnis nur Sand. Der Mann fährt mit seinem Rad weiter, es geht weiter so. Jeden Tag kommt er wieder zur Grenze mit dem Fahrrad und dem Sack Sand hinten drauf. Nach einem weiteren Monat der Sandtransporte hält es der Zöllner nicht mehr aus und sagt, also ich gebe es Ihnen schriftlich, dass ich nichts verrate, aber irgendwas schmuggeln Sie doch. Sagen Sie mir bitte was. Sagt der Mann, Fahrräder. Kommt ein Mann auf die Polizeiwache, sagt, Herr Wachtmeister, man hat mir mein Fahrrad gestohlen. Fragt der Polizist, war es denn noch alles in Ordnung? Naja, es tat seine Dienste. Fragt der Polizist, und, war eine Klingel dran? Nee, Klingel war nicht dran. Handbremse, Licht, auch nicht. Macht dann 30 Euro Strafe. Zwei Informatiker treffen sich im Park. Der eine hat ein nagelneues Fahrrad dabei. Meint der andere, boah, dolles Fahrrad, was hast du denn dafür bezahlt? Sagt er, es war kostenlos. Wie kostenlos? Erzähl mal. Naja, gestern bin ich auch hier im Park spazieren gegangen, da kommt eine Frau auf dem Fahrrad vorbei. Hält an, zieht sich die Kleider aus und meint, ich könnte von ihr alles haben, was ich will. Ey, echt gute Wahl, die Kleider hätten dir sowieso nicht gepasst. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.